Und da sind wir wieder bei Risen 3. Wir sollen uns um den kleinen, schlafenden Gnom aus der letzten Folge kümmern. So, grüß dich, kleiner Mann. Aufwachen. Was? Homie ist gaga. Da geht müde. Ganz schön frech für einen Zwerg. Nix mehr bla bla. Homie besser gehen. Wie? Ich hab noch nie so einen faulen Gnom wie dich gesehen. Ich hab noch nie so einen faulen Gnom wie dich gesehen. Was? Homie war ein Klopper? Der Kleine ist dir doch nicht gewachsen. Hauen wir ihn um. Das ist aber schon gemein. Klopper kannst du haben. Die Ratten werden ihren Spaß mit dir haben. Die Ratten werden ihren Spaß mit dir haben. Was? Homie doch nix Murksadakil, oder? Für Ausflüchte ist es jetzt zu spät, Kleiner. Warte, Homie. Nehmen Münzi und wieder Frieden, ja? Na bitte, geht doch. Ja, und jetzt arbeitet er immer noch nicht, oder was? Zeig mal, was du in deinen Taschen hast. Da geht nix viel gefunden in Kava. Andere Gno arbeiten. Da gilt schlafen. Faul und arm. Na bravo. So, und jetzt wird er auch wieder arbeiten, der kleine Mann. Ab sofort arbeitest du wie alle anderen auch. Jip, jip. Dakil wird holen viele Dingi aus Berg. So wollte ich das hören. Sehr schön. Hätten wir das auch geklärt. Haben zwar ein bisschen Seele verloren, aber das schadet ja nicht. Wir haben sowieso genug. So, und wo ist der Kollege von eben? Kollege, Kollege. Kollege, Kollege. So, das stört hier eh keinen. So. Ja, ja, und gleich hier saufen oder was? Arbeiten sollst du. Nein, ich suche. Hat er eine Gasmaske auf? Sieht fast so aus. Den Gareth, genau. Ihn suche ich. Gareth, der Dakil arbeitet wieder. Dakil arbeitet wieder. Und? Ich dachte, die Nachricht ist dir eine Belohnung wert. Sagte ich nicht, dass du hier alles aufsammeln kannst, was du findest? Ja schon, aber... Aber was? Hier hast du 5 Goldmünzen. Lass dir dafür mal die Ohren putzen. Oh, ich kann nicht mehr. Gut, also suchen wir uns einen gescheiten Ohrenputzer. Nein, jetzt gehen wir erstmal hier runter und suchen auch den... Bald ist es soweit. Oh Mann, nicht die Geschichte. Suchen den Magnus, Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen? Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen. Ach, und wer von den Jungs hier soll sie geholt haben? Ich war das. Ach so? Na dann, gute Arbeit. Hier, nimm dies als Entlohnung für deine Dienste. Ich glaube, diesem Frink die Verantwortung für die Mine zu geben, werde ich mir nochmal gut überlegen. Komm schon, lass mich in die große Halle der Magier. Komm schon. Komm schon, lass mich in die große Halle der Magier. Ich versuche auch keinen Ärger zu machen. Na schön. Du hast ja immerhin schon einiges für uns getan. Gut, geh zu ihnen. Aber halte sie nicht zu sehr von der Arbeit ab. Alles klar. Yippie! Wir dürfen dort hinein und dürfen mit Sicherheit auch hier hinten hin. Das heißt, wir können das nochmal markieren. Gehen jetzt einfach mal da rein. Oh. Ich kann es einfach nicht lassen. Okay, wo sind wir hier? Sind wir vielleicht da, wo wir hin müssen? Zum Krakenauge oder so? Ne, keine Ahnung, wo bin ich denn hier? Um Gottes Willen. Was ist das?
Da schnarcht einer. Nee, im Ernst, wo sind wir hier? In der Mine vielleicht? Kann das sein? Warte mal. Hier. Kann eigentlich nicht sein. Lami. Das nehmen wir uns alles mit und ich habe irgendwie... mein Hals ist komisch im Moment. Wieder eine total sinnvolle Truhe hier. Oh. Lami, hi. Lami, nur Luki Luki. Lami, nix gibi zu Homi. Was ist los? Was willst du mir nicht geben? Meine Glitzersteine. Lami lange gearbeitet hat. Lami, Luki in Loch. Tiefes Loch. Dann fällt er runter. Nun Lami hier. Verstehe. Du bist also in den Brunnen gefallen. Soll ich dir hier raushelfen? Oh nein, Lami muss hier unten bleiben. Sonst wird Meister mich sehen. Nicht gut, gar nicht gut. Wer ist denn dein Meister? Lami besser für sich behalten, sonst geht Homi zum Meister und Lami kriegen Ärger. Erfolg der Ausreise. Lass uns doch nochmal über die Dinge reden, die du mir nicht geben wolltest. Ich bin... Schade. Wie lange arbeitest du denn schon hier? Wie lange bist du schon hier unten? Lami nicht wissen. Mulu Mulu Mundi. Viele Monate. Das ist lange. Jep, jep. Jep, jep. Okay, wir brauchen Silberzunge, verdammt. 64. 69, das ist... Okay, wir könnten es zweimal steigern, aber das will ich eigentlich nicht. Weil, nein, das brauchen wir nicht unbedingt. Zumindest nicht jetzt. Mich würde nur interessieren, wo wir hier sind und wie wir hier wieder rauskommen. Da ist der kleine Mann in den Brunnen gehüpft. Hä? Okay. Huch. Hallo, ist mal auf damit. Oh Gott, ey, diese blöde Teleporter-Scheiße hier. Oh, hi Bones. Wo kommen wir jetzt hin? Raus hier! Das, ja, ja, das war keine Absicht. Es tut mir leid. Es ist Nergal. Cool. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Aber nicht aus Risen 3. Der Original Nergal stammt, glaube ich, aus Polen und macht recht gute Musik. So. Das hilft uns jetzt aber alles auch nicht weiter hier. Wo sind wir denn hier? Sind wir jetzt hier bei den Magiern oder was? Tatsache. Okay, man hätte auch also so hier reinschleichen können. Das Haus der Magier. Ich hasse diese sogenannte saubere Magie. Wo bleibt denn da der Spaß an der Sache? Recht hat er. Das wollte ich ja jetzt hier eigentlich noch gar nicht. Ich wollte noch gar nicht hier rein. Naja. Halt! In den Privatgemächern von Meister Lumbrock hast du nichts zu suchen. Ist das so? Ja. Und meine Anweisungen waren sehr deutlich. Niemandem ist Zutritt zu gewähren und daran werde ich mich halten. Lass mich durch. Lass mich durch. Ohne guten Grund? Nein. Ich komme wieder. Ja, das sagen sie alle. Aber mit dem Kopf durch die Wand ist nicht. Schnell weg, bevor er uns nochmal anquatscht. Aber wie kommen wir jetzt hier zu dieser blöden Brücke? Muss ich da zu Meister Lumbrold? Guten Tag. Mach hier keine Dummheiten. Nein, ich werde schon keine Dummheiten machen. Und da sitzt da der fette Ober als Magier mit irgendeinem merkwürdigen Handschuh. Dort vielleicht? Hier so? Ja. Okay. Kümmern wir uns doch erst um das Kraken-Dingens, aber da...
Na toll. Da kommen wir natürlich... Da kommen wir ja gar nicht rein. Es bringt mich alles zum Verzweifeln hier. Ein wunderbarer Platz für eine Massenopferung. Denk gar nicht dran. Das wär's doch jetzt, eine schöne, gute, alte Massenopferung, hm? Und eine gute, alte, silberne Karaffe, die wir mitnehmen können. Gut, dann quatschen wir doch einfach mal mit dem Oberarschmagier da. Hier geht's ja nur wieder... Sind wir von da hochgekommen? Das ist nur so eine ganz blöde Frage. Ja, hier unten war der Nergal. Nergal. So. So, der Obererzmagier hat hier so eine tolle Hand und die würde ich gerne haben. Wo ist denn... Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Hallo Lumbrock. Sieh an, sieh an. Was treibt dich zu mir? Das Wissen über die Magie? Nein, das wird jemand wie du nie begreifen. Ach, was ist der schon wieder gleich so nett zu Beginn? Was ist deine Aufgabe bei den Magiern? Ich kümmere mich um viele Dinge, die der gemeine Geist nicht zu fassen vermag. Mir allein ist es zu verdanken, dass unsere Kristallhandschuhe jedwede Erwartungen übertreffen. Dank der Handschuhe ist jeder Wächter in der Lage, die Magie zu bündeln, die wir Magier intuitiv wirken. Mhm. Ja, das brauchen wir ja dann wirklich nicht. Ich würde gerne... Ich muss doch... Hängt hier nicht dieser Obermagier rum? Oder sollen wir... Oh. Die Ausbildung am Schwert war seine Leidenschaft, bis er... Die magische Scheide seines Schwertes war vollkommen abgenutzt. Vermutlich nahm er sie mit in sein Grab auf Kela. Ah ja. Ah ja, verstehe. Der Schatz des Schwertmeisters, die zerschlissene Schwertschneide, das klingt cool. Ich glaube, Erasmus war das, mit dem wir quatschen sollten. Was? Oh, ein neues Gesicht, nicht wahr? Gut erkannt, alter Mann. Wird mal nicht frech. Kannst du mir gleich zur Hand gehen, Soldat? Oder warte einen Moment. Was wollte ich sagen? Ich will dir mit Sicherheit nicht zur Hand gehen. Ich grüße dich, werter Magier. Ich grüße dich, werter Magier. Ja, ja, sehr schön. Was wollte ich gerade? Ach ja. Womit kann ich dir helfen, junger Mann? Ich habe gehört, Kokosfett ist gut für das Gehirn. Du solltest es mal probieren, bevor noch was passiert. Da wird er schon wieder frech. Zieh dich erstmal ordentlich an, bevor du so mit mir redest. Oh, geil. Warte mal. Wer ist der mächtigste von euch Magiern? Wer ist der mächtigste von euch Magiern? Der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay. Und wo ist er? Er befindet sich bei seinem Forschungsobjekt hinter dem Reaktor auf der anderen Seite der großen Schlucht im Nordosten. Genau, da wo wir eben waren wahrscheinlich. Und wie bekommt man eine Audienz bei dem guten Mann? Wie bekommt man eine Audienz bei Zacharias? Er ist in seine Forschung vertieft. Sein größtes Interesse gilt dabei dem Reaktor. Er braucht seine magische Energie für sein Forschungsprojekt. Solange der Reaktor nicht wieder läuft, fürchte ich, wird er niemanden empfangen. Verstehe. Was zum Teufel ist denn überhaupt der Reaktor? Du bist leicht verwirrt? Du scheinst etwas verwirrt. Ja, das ist wahr. Ich bin gerade kurz vor dem Durchbruch meines kleinen Experimentes. Aber mir fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Da schweife ich immer gerne ab. Was wolltest du gleich? Wo ist dein Experiment? Wo ist dein Experiment? Das Experiment ist nirgendwo. Nur in meinem Kopf. Es ist nämlich... Na, was? Keine Ahnung. Ein Gedankenexperiment. Aha. Ja? Ich versuche nämlich gerade, die Menge an Energie zu bestimmen, die unser Monolithennetzwerk für den Reaktor benötigt. Reaktor? Was soll das denn sein? Reaktor? Was soll das sein? Oh, du willst den Reaktor sehen? Das ist ja großartig.
Es ist nämlich mein Spezialgebiet, musst du wissen. Ach was. Folge mir. Ich zeige dir unsere Errungenschaft. Bin ich ja gespannt. Dieses Gebäude bildet mit dem auf der anderen Seite der Schlucht einen kreisförmigen Fokus. Wir nennen es Reaktor oder auch magischer Ring. Unterhalb der Brücke zwischen den beiden Gebäuden konzentrieren sich die magischen Energieströmungen. Wenn der Reaktor einmal läuft, stört es das Gleichgewicht der Elemente. Das mögen die Titanen überhaupt nicht und werden einen großen Bogen um Taranis machen, um dem Energiestrom zu entrinnen. Faszinierend, nicht wahr? Ja, total faszinierend. Monolithennetzwerk klingt kompliziert. Monolithennetzwerk klingt kompliziert. Die Blitzmonolithen, die auf Taranis errichtet wurden, sammeln die magische Energie der Insel. Sie stehen in einer für den Energiefluss äußerst günstigen Konstellation. Alles, was wir noch tun müssen, ist, sie in die Kristalle unseres Reaktors umzuleiten. Ganz einfach. Verstehe. Ja, das mache ich doch dann einfach, hm? Beeindruckendes Bauwerk. In der Tat. Allerdings ist es uns bisher nur einmal kurz gelungen, den Reaktor zu starten. Wir merkten schnell, dass wir den Energiefluss nicht lange aufrechterhalten konnten. Wir brauchen einfach mehr magische Kraft, um den Reaktor dauerhaft betreiben zu können. Wir müssen das Monolithennetzwerk mit entsprechend großen Monolithensteinen verstatten. Okay, worauf wartet ihr dann noch? Ja, so. Worauf wartet ihr dann noch? Die Monolithensteine sind noch nicht an ihrem Bestimmungsort. Ich warte schon seit einigen Tagen auf die Nachricht, dass die Steine an ihren Bestimmungsort gebracht wurden. Du meinst, die Steine müssen in die Blitzmonolithen eingesetzt werden? Oh, du hast aufgepasst. Ja, das ist richtig. Der ist so strange, der Typ. Das machen wir dann doch, hm? Wegen der Monolithen nochmal. Wie viele Monolithensteine werden denn benötigt? Wie viele Monolithensteine werden benötigt? 3 Steine für 3 Blitzmonolithen. 2 von ihnen haben wir hier auf der Insel. Einen hat unser alter Bekannter, die Fuego, von uns erhalten. Na toll. Super. Wen hast du mit dem Einsetzen der 2 Monolithensteine beauftragt? Einen Gnom namens Kasim. Das kleine Kerlchen müsste allerdings schon längst wieder da sein. Okay, dann denke ich doch, dass der vielleicht da irgendwo tot rumliegt. Ich denke, ich kann dir bei den Blitzmonolithen helfen. Tatsächlich? Und wie? Kann doch nicht so schwer sein, Steine in ein paar Monolithen zu stecken. Kann nicht so schwer sein, Steine in ein paar Monolithen zu stecken. Na schön. Aber das Problem ist, selbst wenn wir alle Steine haben... Was wäre dann? Die Monolithen sind sehr weit draußen und von wilden Tieren belagert. Rüste dich gut, wenn du dorthin gehst. Danke für den Hinweis. Schwerer als das Orakel kann es ja nicht werden. Du hast einen Gnom mit einer so wichtigen Aufgabe betraut? Warum nicht? Sie arbeiten doch mit uns zusammen. Nochmal langsam. Du hast einem Gnom ein paar funkelnde Steine in die Hand gedrückt? Ja? Und jetzt erwartest du, dass er sie freiwillig wieder irgendwo abliefert? Ja, aber... Mann. Ich glaube, das überlässt du doch besser jemand anderem. Aber wie? Wie sollen wir Kasim denn wiederfinden? Ach was. Ich mach das. Ich kümmere mich um deinen Gnom. Ich kümmere mich um deinen Gnom. Das wäre mir eine große Hilfe. Aber vergiss nicht. Kasim ist sein Name. Ja, das wissen wir. Was hat ein Magier mit einem Statthalter wie De Fuego zu schaffen? Wir waren einst... Nun, wie soll ich sagen? Ich nenne es mal Geschäftspartner. Das ist schon lange her, musst du wissen. Was ist passiert? Nun, er unterstützte unsere Forschungen. Im Gegenzug lieferten wir ihm alle für uns wertlosen Kristalle und Bodenschätze, die wir aus den Minen um Caldera holten. Das lief auch eine ganze Zeit sehr gut. Bis zum Tag der Verbannung aller Magier aus Caldera. Wir hatten gerade noch genug Zeit, unsere Haut zu retten.
Am Ende hatten wir 2 Monolithensteine aus dem Chaos retten können. Der dritte blieb zurück. Ich denke, die Inquisitionssoldaten haben ihn die Fuego gegeben. Gut, mit dem haben wir ja sowieso auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ach, okay. Der lässt mich nicht hier hinein. Heißt, wir müssen auch noch mal kurz... Okay. Ich speichere einfach mal. Meinst du, das stört ihn, wenn ich den jetzt von hier drinne anquatsche? Kuckuck. Warte. Halt! Keinen Schritt weiter. General Magnus hat mir die Erlaubnis erteilt, mit den Magiern zu sprechen. Habe ich im Übrigen auch schon getan. General Magnus hat mir die Erlaubnis erteilt, mit den Magiern zu sprechen. Ach ja? Und das soll ich dir jetzt glauben, ja? Muss ich erst den General hierher holen? Nee, lass nur. Ich glaube es dir auch so. Also von mir aus, geh rein, wenn du willst. Danke. Bist du hier zu jedem so freundlich? Bist du zu jedem hier so freundlich? Na, du bist ja nicht für die Sicherheit der Magier verantwortlich. Wenn irgendetwas schiefläuft oder fehlt, krieg ich einen auf den Sack. Und das für einen Hungerlohn. Komm, sprich mit meiner Glatze. Du machst das schon. Du machst das schon. Was bleibt mir auch anders übrig? Ich dachte, als Wächter würde ich reich und bekannt werden. Könnte mich nach meinen Heldentaten in der Taverne feiern lassen. Stattdessen stehe ich hier rum und ab und zu kommt irgendein Typ vorbei und will sich mit mir messen. Gut, Armdrücken. Armdrücken müssen wir im Übrigen auch irgendwann noch machen. Aber jetzt sollten wir vielleicht erstmal was lernen. Wir haben ja doch eine ganze Menge angehäuft. 12.190, ja. Wir machen erstmal den Nahkampf. Die anderen 2.000 sparen wir uns, können ja eh nichts machen. Okay. Der Reaktor. Den wollen wir irgendwo einstellen, oder? Keine Bedrohung. Der vermisste. Ach, das war das. Ich hätte ja eigentlich gerne. Wo ist denn dieser? Ach, hier. Der Reaktor, Reaktor. Der Reaktor, okay, aber wo ist der Gnom? Okay. Müssen wir uns wahrscheinlich... Würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um den Monolithenstein von De Fuego. Schatz des Weltmeisters. Oder wollen wir erstmal bei einem... Ich glaube, wir gucken erstmal bei einem von denen hier vorbei. Der ist ja da... Ja gut, der ist ja eigentlich sowieso um die Ecke. Erasmus. Okay, gut. Schauen wir einfach mal da unten. Vielleicht finden wir ja den Gnom. Einmal hier entlang. Da liegt noch ein Scavenger faul auf der Haut rum. Och, da ist er schon. Oh, er hat noch einen Bollen. Okay, und keine Spur von einem Gnom. Würde ich behaupten. Komm schon, du Schlingel. Oh, da ist ja noch einer. Hier. Ihr armen kleinen Viecher. Ihr habt das hier würde einen wunderbaren Opferplatz abgeben. Ich kann es bald nicht mehr hören bei uns. Okay, was bringt uns das jetzt hier? Nix, ne? Huch. Da gehört etwas hinein. Der Blitzmonolith im Osten. Im Osten. Lässt man sich was kosten. Ja, gut. Nur wo ist der Gnom? Wir brauchen ja die...
Dingens. Diese Steine dafür. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ah, der Blitzmonolith im Osten. Ja, das bringt uns aber auch nichts. Wo kann der denn sein? Wo zum Teufel kann der denn nur sein? Schattenlord war ja ganz da hinten. Müssen wir echt alle erst abklappern? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe jetzt nämlich echt keinen Plan, wie ich den finden soll. Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier noch eine Mine in der Nähe? Dann machen wir das noch. Gott sei Dank, es liegt doch bestimmt auf dem Weg. Und beim nächsten Mal gucken wir dann einfach mal nochmal beim Defuego vorbei und holen uns zumindest schon mal den ersten Stein von ihm. Und was dann mit dem Gnom ist? Keine Ahnung, wie wir den finden sollen. Ich hab echt keinen Plan. Au, au, au. Erledigt. So, einmal die Mine. Und das süße Gürteltier. Sind hier Menschen? Ich glaube eher nicht. Es sieht doch eher menschenunfreundlich aus. Hier ist mit Sicherheit irgendwas passiert. Zum Beispiel ein toter Gnom und eine Falle, bei der ich jetzt gleich Leertaste drücken darf. Leertaste, ja. Hey, lass mir auch noch was übrig. Minenkobold, okay. Hallo, könntest du jetzt mal vergehen? Das geht schnell. Hui, hui, da hinten sind noch mehr. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Na komm schon. Kleiner Scheißer. Das ging schnell. Das ging auf jeden Fall schnell. Zehnmal Proviant. Oh. Fusel, den wollte ich eigentlich haben. Oh, komm, wenn wir schon hier sind, nehmen wir das alles mit. Den Goldsack natürlich auch. Hier die Kristalle auch. Bling. Aber hier ist ja niemand. Hier ist ja kein Schwein in dieser Mine, außer Kobold. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum hier niemand ist. Grog und Wein, das haut rein. Gut, da kommen wir ja auch nur hier hin. Heißt, wir müssen da oben die Treppchen hoch und einmal in die Truhe kurz gucken. Auch wieder ein sehr sinnfreies Schloss wahrscheinlich. Na klar, wie immer. Die hätte man sich an sich eigentlich wirklich sparen können. An sich. So, Kobolde? Nein. Verfaultes Fleisch und eine weitere Falle, die kann ich aber einfach umgehen. Was haben wir denn da? Gold und Eisenerz. Fernrohr, Besen, ja. Alles, was der Mensch so nicht braucht.
So, hier scheint es das Haupt... Hauptdingens der Kobolde zu sein. Au, au, au. Okay, wir müssen 10 Kobolde besiegen. Und dann sind wir der Oberpro wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung, haben wir die Mine befreit wahrscheinlich. So wird es sein. Grog, 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 grog. Da hinten sind nur andere Biester. Aber ich glaube, wir müssen hier vorbei an den Termine. Und dann hier hoch, hä? Huh? Oh. Los, schlitzen wir ein paar Kiel. Aber hier oben sind doch keine. Oder doch noch? Okay, hier sind doch noch Kobolde. Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Na, siehste? Da wird sich der MAGNUS freuen, wenn wir ihm das berichten. Haben wir das wenigstens geschafft noch? MD Map. Und einmal. Zack. Haben wir schon 2 Minen. So, der müsste ja eigentlich irgendwo rumhängen. Und dann reisen wir das nächste Mal zu Defuego, unserem alten Freund. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Unter dem Brunnen des Lagers hier gibt es ein vielversprechendes Kristallvorkommen. Unter dem Brunnen des Lagers hier gibt es vielversprechende Kristallvorkommen. Ja, natürlich. Sie sind Teil des Reaktors, an dem die Magier arbeiten. Die Kristalle da unten sollten besser bleiben, wo sie sind. Verstehe. Okay. Und ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Aha. Wo genau? In der Nähe des Hafens. Sie war voller Kobolde. Doch jetzt nicht mehr. Ah, das ist großartig. Ich wusste, da unten ist noch etwas zu holen. Gut gemacht. Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen, und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Die neue Mine. Wie ist die Lage? General? Okay, dann gehen wir noch mal kurz hier am Hafen vorbei zu Mr. Mahatma Gandhi. Der müsste ja mit Sicherheit auch hier irgendwo rumhängen. Und dann haben wir, glaube ich, auch lang genug gemacht. Ey, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange wir hier überhaupt aufnehmen. Keine Ahnung. Gandhi! Hallo, Kleiner. Klein? Gandhi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gadi ist 3,75 Fuß groß. Wow, herzlichen Glückwunsch. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine und sie ist jetzt sauber. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine und sie ist jetzt sauber. Ein Haufen Kobolde hatte sich dort eingenestet. Die Kristalle hatten sie wohl angelockt. Oh, Glitzersteine. Dann gut, das Kobolde tot. Jetzt kann Gadi mit anderen Gnos schürfen gehen. Magier immer wollen Steine. General Magnus wird stolz auf Gadi sein. Das Gadi geht schürfen in neue Mine. Yep. Ganz toll. Handelst du auch mit Waren? Tredo? Yip, yip, homie. Na dann zeig mal her. Lass uns handeln. Tredo. Das können wir eigentlich auch mal wegmalen jetzt. Wurfdolche brauchen wir auch nicht. Und wir müssen immer noch unsere Klamotten hier mal durchgucken. Oh Mann. Oh, cool. Noch gar nicht gegessen. So. Ja, wir haben hier ja doch echt schon so einiges angehäuft, wa? Das ist ja echt so einiges. 11 Spitzhacken.
Okay, so. Sehr schön. Und da wir jetzt lang genug gemacht haben, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.